Wenn wir im Bereich des öffentlichen Straßenverkehrs arbeiten, machen wir einen extrem gefährlichen Job. Welche Sicherheitsmaßnahmen sind in der verkehrsrechtlichen Anordnung geregelt? Innerorts sind in der Regel mindestens 30 cm Abstand zum fließenden Verkehr einzuhalten. Sie brauchen Sicherheit für sich selbst, für ihre Kollegen und natürlich auch für alle Verkehrsteilnehmer. Zum Beispiel wird beim Aufbau grundsätzlich von außen nach innen gearbeitet. Wir müssen also eine Menge berücksichtigen, und zwar schon in der Planung.